Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Retro Spielzeugwelt. Und ihr seht schon, worum es geht. Wir haben ein bisschen was von den Masters Origins. Wir haben ein bisschen Mask. Und wir packen hier ein Turbo von den Gladiators aus. Ich bin sehr gespannt. Da freue ich mich drauf. Viel Spaß. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video auf dem Kanal Retro Spielzeugwelt. Wenn ihr uns noch kein Abo dagelassen habt, würde mich das sehr freuen, wenn ihr das jetzt als erstes einmal tut, damit ihr kein Video mehr verpasst. Genau, wir haben heute viele verschiedene Themen am Start. Und zwar, ich gehe mal der Reihenfolge nach. Ich wollte als erstes mit euch den Turbo von den American Gladiators auspacken. Danach gucken wir uns einmal Hurricane von Mask an und zu guter Letzt stelle ich die Kamera um und dann werden wir zusammen hier das Keldor Kronis Paket einmal unboxen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das habe ich jetzt schon längere Zeit bei mir in der Ecke liegen, habe ich noch gar nicht aufgemacht, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Jetzt dachte ich, ist es Zeit im Video und wir beginnen sofort mit dem ersten Thema. Hier, ich will auspacken. Dazu packen wir die erstmal zur Seite hier. So, die anderen beiden Themen zur Seite gepackt. Ich habe hier einen Mock. Moment, ein Schlückchen muss ich eben. Ein bisschen trocken im Mund. Ich habe die Power Kaffee aus meiner He-Man-Tasse. Findet ihr bei uns übrigens auch im Shop www.shop-spielzeugwelt.de. Und wir gucken uns jetzt hier mal diese wunderschöne Actionfigur an von den American Gladiators. Boah, was war ich früher süchtig danach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich habe das früher gesuchtet und habe dann mit meinem Kumpel, meine Eltern haben einen großen Garten, haben wir uns dann verschiedene Hindernisse aufgebaut und einer stand hinten weiter oben und hatte Tennisbälle und der andere musste halt von Station zu Station rennen und durfte halt nicht von den Tennisbällen getroffen werden. Mega, war eine richtig geile Zeit. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Zusammen mit Takeshis Castle heißt das, ne? Auch mega. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Wir haben hier Turbo. Den werden wir zusammen auspacken. Ist auch danach im Shop erhältlich. Ich habe noch einen original verpackten, nämlich Nitro. Der ist noch im Shop, den werde ich auch nicht öffnen. Der ist auch noch ein bisschen besser im Schuss. Ihr seht hier, die Karte hat hier Stresslinien. Und wenn man so seitlich guckt, ist die auch ordentlich verdreht. Die Farbe ist auch nicht mehr so frisch, wie sie eigentlich mal sein sollte. Die hat schon ordentlich Sonne abgekriegt. Deshalb werden wir die mit Vergnügen öffnen. Auf der Rückseite seht ihr noch, welche, Moment, so glaube ich seht ihr es, welche Figuren es noch gab, welche, wie nennt man das, ja, welche Spielsets es noch vorhanden, oder welche Spielsets noch vorhanden waren. Der Kletterturm zum Beispiel, wo ist er? Da. Und genau diese Hürden hier, wo man mit so riesen Q-Tips sich versucht hat, von den Podesten zu kicken und so. Also richtig, richtig geil. Ja, mal gucken, ob ich mir die ein oder andere Geschichte vielleicht nochmal besorgen kann. Dann würde ich euch die hier auch vorstellen. Da seht ihr Turbo nochmal übrigens. So sah er aus, ne? Oder sieht, ja, sieht er nicht mehr aus. So sah er aus. Diese Figur ist übrigens von 1991, also auch knackige 31 Jahre jetzt alt. Und von Mattel auch. Das ist immer wieder ein schönes Gefühl. Bei diesem Set natürlich nicht ganz so, als wenn ich jetzt eine Masters Vintage Figur aufmachen würde. Aber trotzdem, jedes Unboxing von so alten Sachen ist immer wieder eine Freude. Also ich habe es vorsichtig aufgemacht. Könnt euch selber davon ein Bild machen, ob die Figur dem Original ähnlich sieht. Hat auf jeden Fall ja, so eine, ich sag mal, eine Haltung, als wenn er auf dem Pott sitzen würde irgendwie. Warum, weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Spielsets sind alle so, dass die so eine halbkniende Haltung irgendwie haben müssen oder annehmen müssen. Deshalb hat man die wohl so aufgebaut hier. Auf jeden Fall, klar, die amerikanische Flagge oder die Kleidung in amerikanischen Farben. Hier hinten seht ihr noch American Gladiators, das Zeichen. Hier seitlich Turbo. Jetzt hat er noch einen Hüftschwung. Ne, man kann ihn nur drehen. Hat keinen Hüftschwung, so wie die Masters.
Man kann ihn leicht drehen, aber auch nicht viel. Und es knirscht auf jeden Fall ordentlich hin und her. Jetzt haben wir hier die Hände so nach unten. Ich gehe mal davon aus, damit man diesen angesprochenen Q-Tip, ich weiß nicht, wie die heißen, mich erinnert das immer an so Ohrenstäbchen, damit man die vernünftig halten kann. Und auch dieser Kletterturm, der hat da auch die Haltung, damit die auch so hoch können. Mit im Set dabei ist natürlich ein Helm in Rot. Nitro zum Beispiel, den ich noch in Shop habe, der hat einen Helm in Blau. Und wir haben hier noch, ja, sowas wie einen Haken. Schnur mit Haken. Wofür der jetzt genau da ist? Ah, zwei sogar. Schau an. Ach, das ist wahrscheinlich, jetzt verstehe ich. Okay, jetzt weiß ich, wofür das Ganze ist. Da. Sah jetzt nicht so geschmeidig aus. Erinnert ihr euch noch, was das für eine Challenge war? Gehörte das zu irgendeiner Challenge? Auf jeden Fall kann der sich so abseilen. Ich nenne es mal abseilen. Passt zu seiner Haltung auf jeden Fall. Also er seilt sich ab. Genau. Das war Turbo. Vielleicht mal gucken, ob ich in einem anderen Video im Nitro auch nochmal aufmachen werde. Ich muss mal gucken, was da für ein Zubehör dabei ist. Wenn das gleiche Zubehör dabei ist, lasse ich es. Ansonsten gucken wir uns den vielleicht im nächsten Video mal an. Auf jeden Fall eine sehr schöne Figur. 30 Jahre alt, ist mal was anderes als immer nur Mask und Masters. Bleibt jetzt nicht so gut stehen. Vielleicht noch eine Info, wir können mal gucken, wie groß der ist. Durch seine gebückte Haltung kommt er auf ca. 9,5 cm. Also 9,5 cm hatten, glaube ich, auch die Star Wars Figuren und sowas. Ne? Die sind immer 9,5 cm groß. Sehr cool. Also, macht mir Freude. Schöne Figur. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar Hurricane von Mask. Aber dazu stelle ich mal eben hier ein bisschen um. Also, Turbo ist es. Steht jetzt hier neben mir. Und wir gucken uns einmal Hurricane von Mask an. Hurricane, kann ich euch sagen, gehört zur Mask-Organisation. Also ist einer von den Guten. Das Fahrzeug ist aus der zweiten Serie, aus dem Jahr 1986 und ist ein Chevrolet Bel Air 57, sobald ich mir das jetzt gemerkt habe, und lässt sich umbauen zu einem Panzer. Das gucken wir gleich. Gefahren wird das Fahrzeug von Hondo McLean mit Maske. So sieht er ohne Maske aus. Hat ein, ja, orange-lilanen Anzug an und eine blau-rote Maske mit dazu. Coole Figur. Hurricane selber kommt gar nicht so oft in der Serie vor. Und zwar, wenn ich es richtig recherchiert habe, ganze 8 Mal leider nur. Also kein Stammgast, immer mal wieder zu sehen. Ein sehr beliebtes Fahrzeug. Ich sehe es, wie oft der bei uns im Shop verkauft wird. Also auch wenn ihr Interesse an Mask-Fahrzeugen habt, schaut mal auf www.shop-spielzeugwelt.de. Oben ist eine Kategorie Mask. Wird auf jeden Fall oft verkauft. Ich finde den auch sehr, sehr geil. Vor allem gefällt mir hier gut, dass der keine Aufkleber hat an der Seite, sondern dass die Flammen gedruckt sind. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich mag keine Aufkleber, ich bin kein Freund von Aufklebern. Hat auch überhaupt ein geiles Styling, coole Farben mit den Flammen, sieht natürlich mega aus. Wenn ihr zu dem Fahrzeug noch mehr erfahren wollt, ich habe einen Blogbeitrag schon vor langer Zeit darüber geschrieben, den verlinke ich euch in der Infobox. Also auch da könnt ihr ein bisschen lesen. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was Hurricane kann. Es ist ziemlich einfach, wenn er sich verwandelt. Ihr könnt einfach hier oben an dem Dach drehen und dann springt er nach oben. Er bockt sich auf. Rad Nummer 5 und 6 kommt zum Vorschein, damit es so leicht panzerartig sein wird. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Dach noch aufzuklappen. Und jetzt passiert Folgendes. Gar nicht so einfach. Da, zack. Hier vorne springt eine Kanone raus. Ihr könnt das Dach nach vorne klappen und habt noch ein Geschütz hier oben. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, den Hondo hier oben mit drauf zu stellen, als wenn er hinter dem Geschütz steht. Oder auch da reinzusetzen.
Des Weiteren könnt ihr hier vorne die, komm, jetzt fällt der Rondo schon hier runter, hier vorne die Lichter nach vorne ziehen und habt zusätzliche, ich sag mal Laserkanonen, beim Mask war ja alles Laser. So, zusätzlich könnt ihr hier hinten noch, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das letztendlich nicht verraten, ihr könnt hier hinten sowas wie ein Sägeblatt noch rausziehen und ihr seht den Ersatzreifen, wenn ihr nämlich das Ganze hier hinten runterdrückt, ich mach das mal so, damit er mir nicht wegspringt. So, wenn ihr das Ganze hier hinten runterdrückt, fliegt nämlich der Ersatzreifen. Dann ist es eine Bombe, die wegfliegt. Die könnt ihr also absprengen und habt so auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, wie der Wagen zum Einsatz kommen kann. Die Türen lassen sich hier nicht öffnen. Bei den meisten Mask-Fahrzeugen lassen sich die Türen öffnen. Hier nicht. Sehr cooles Fahrzeug. Ich finde es super gut. Eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Wir setzen es wieder zusammen. Upp. Und wir widmen uns unserem letzten Thema. Unser letztes Thema ist hier das Rise of Evil Set von den Masters Origins mit Keldor und Kronis. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Was mir vor kurzem erst aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon habt, ja, habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich erzähle euch da nichts Neues, weil wahrscheinlich gibt es 100 Videos oder hunderte Videos auf YouTube über dieses Set. Ich packe es jetzt einfach mal mit rein. Was ich besonders geil finde, ist, dass hier der Skeletor-Kopf so Diamanten als Augen hat. Das hat der andere Skeletor nämlich nicht. Zeige ich euch gleich nochmal von nah an. Ich stelle jetzt die Kamera um und nehme euch in einer anderen Kameraperspektive mit zum Auspacken. So, da haben wir das Set. Rise of Evil Set mit Keldor und Kronis ist ein in Deutschland ein Heo Exclusive gewesen und mit geilem Artwork, wie ich finde. Schauen wir noch mal hinten, wie die beiden gegen King Randor und Man at Arms kämpfen. Im Hintergrund hier ist noch Beastman mit drauf, Evil-Lyn, Triclops, Merman, hier sieht man noch Stratos. Also richtig, richtig geiles Artwork. Und was halt bekannt ist, man kann die, den Kopf tauschen, Keldor zum Beispiel, und dann, wenn er sich verwandelt, ich sag jetzt mal verwandelt, kennt ihr die Geschichte? Also ich bin jetzt auch nicht der Extrem-Masters-Experte, ich liebe Masters und ich kenne die ein oder andere Geschichte, aber ich bin jetzt kein Extrem-Fan. Soweit ich weiß, ist Kronis halt vom Skeletor mit dem Panzer überfahren worden und wurde so zu Trapjaw. Und Keldor, das sieht man in den 2000X in der Serie, kämpft halt oder greift Eternia an. Das ist ja der Onkel oder beziehungsweise ja, der Onkel von He-Man beziehungsweise Bruder von King Randor und kämpft dann mit dem Randor, schießt. Und Randor wehrt ab, der Strahl kommt wieder zurück und verbrennt dann Keldors Gesicht, sodass er zu Skeletor geworden ist. Das sind die beiden Geschichten, die ich kenne. Wenn ihr noch andere kennt, schreibt es mir gerne in die Infobox. So, wir halten das Unboxing kurz. Ich denke mal, ich bin nicht der Erste, der das jetzt unboxt und bin auch schon ziemlich spät mit diesem Set. So, deshalb... ziehen wir das Ganze jetzt nicht in die Länge. Jetzt wird es ein bisschen laut, ich hole die erstmal raus. Da haben wir sie. Ich fange mal hier mit Kronis an. Kronis, klar, ich halte nochmal Trapjaw daneben. Die gleiche Kleidung an. Das Gesicht finde ich jetzt nicht ganz so cool, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein Video gesehen von Marte, Ultimate Player. Der hat gesagt, der Kronis sieht so ein bisschen aus, als wenn er auf dem Pott sitzen würde. Da gebe ich ihm recht. Passt ganz gut zum Thema gerade von Turbo. Der hatte ja auch die Potthaltung. Aber hier auf jeden Fall der Gesichtsausdruck von Kronis sieht so ähnlich aus. Auf der Rückseite hat er hier Halterungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür die Halterungen sein sollen. Es könnte natürlich sein, dass man von Trapjaw hier die Waffen schon reinhängen kann. Die fehlen nämlich hier beim Trapjaw. Er kann ja seine Halterungen in den Gürtel hängen, also seine Halterung, seine Waffen in den Gürtel hängen. Und hier sieht es so aus. Da müsste ich mich nochmal schlau machen. Hatte er die Waffen vorher schon und hatte die dann nur hier an seinem Rücken hängen? Wäre vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen. Und wir gucken uns Keldor einmal an. Keldor mit langen schwarzen Haaren. Ansonsten
klar, sieht ähnlich aus wie Skeletor. Auch Skelly halten wir nochmal daneben. Und der Umhang wie bei allen Origins aus Hartplastik. Finde ich persönlich nicht ganz so cool. Das Thema hatte ich schon mal, als ich Scareglow ausgepackt hatte. Ich finde einfach einen Stoffmantel schöner. Aber okay, ist Mattels Sache. Die sind auch okay, ist jetzt nicht schlimm. Ist jetzt auch nicht komplett hart. Aber so ein Stoffmantel hätte ich persönlich schöner gefunden. Mit dabei sein Schwert. Kann man das hier hinten reinstecken? Nee, er hat keine Halterung fürs Schwert. Wäre noch ganz cool gewesen vielleicht so. Und natürlich den Stab in Grün. Der darf auch nicht fehlen. Und jetzt schauen wir uns mal die Verwandlung an. Kopf ab, Skeletors Schädel drauf. Und jetzt seht ihr das, was ich meinte. Hier Skeletor hat rot bemalte Augen und Keldor hat so kleine rote Diamanten als Augen. Finde ich ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Das ist richtig cool gemacht. Ansonsten, ja, schöne Figuren. Schöne Figuren stelle ich mir mit in den Laden an meinen Schreibtisch. Die sind nicht zum Verkauf, die sind von mir. Und das war's mit dem Auspacken vom Rise of Evil Set. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem heutigen Video. Ich auf jeden Fall, wie immer, sehr viel. Besucht gerne unseren Blog www.retro-spielzeugwelt.de, unseren Shop www.shop-spielzeugwelt.de, unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook. Und wie schon am Anfang des Videos gesagt, hinterlasst uns gerne überall Abos. Wir würden uns sehr freuen und es würde uns auch sehr helfen, wenn ihr vielleicht dieses Video einfach mal bei euch teilen würdet, bei Facebook, bei Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.